Er war der erste Professor für Anglistik in Regensburg, Otto Hietzsch. Von 67 bis 92 lehrte der gebürtige Wiener den Bayern das Englische, wobei er auch stets Brücken schlug zwischen den beiden Sprachen und vor gut 10 Jahren sein Lebenswerk, das dreibändige bayerisch-englische Wörterbuch, herausgebracht hat. In vielen zweisprachigen Wörterbüchern wird entweder die Hochsprache nur berücksichtigt oder wenn in der Umgangssprache eben ganz nur andeutungsweise. Dieses Eingehen auf die große Bildhaftigkeit, die gerade im Bayerischen drin ist, das vermisst man. Nicht? Die Bildhaftigkeit ist im Englischen genauso da. Nicht? 80 Jahre ist er nun, das auf Bayerisch Eudemannsbild, auf Englisch The Old Big Strapping Chap. Und Ihnen zu Hause gibt er nun zusammen mit seinem Verleger Andreas Dick eine kleine Kostprobe aus eben seinem Lebenswerk. Es folgt jetzt der Fluch von Karl Stieler, das Fluchen. Der Vater ist ganz auseinander. Wie mein Bub flucht, das ist ein Schand. Mein Weib flucht nicht und ich fluch nicht und grad der Bub, der gibt keinen Fried. Der Himmel her, Gott sag grad der, wo hat jetzt der das Fluchen her? Swearing. Dad packers up his worried face. My lad's foul tongue sure a disgrace. The wife don't swear, and swear don't I. It's just that lad won't give a try. God damn it, bloody hell. Now where did that young devil turn to swear? 20.000 Exemplare des sowohl lexikalischen als aber auch kulturellen Führers sind bereits verkauft. Und wenn der bayerisch Zugroste oder englisch Newcomer noch weiter fleißig in die Tasten haut, liegt demnächst vielleicht Band 4 bei dem einen oder anderen auf dem Tisch.